Dann ein letztes Mal in der Saison. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei mir, meinem Cheftrainer. Nach dem heutigen 3:0. Die Lilien beenden die Saison mit 60 Punkten, der punktemäßig besten Zweitligasaison der Vereinsgeschichte, auf Platz 4. Die Paderborner liegen auf Platz 7 in der Endabrechnung. Und ja, Stichwort Paderborn. Lukas Kwasniok, bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich den SV Darmstadt 98 beglückwünschen kann, weil sie natürlich auf der einen Seite heute als Sieger vom Platz gegangen sind, auf der anderen Seite das ganz, ganz große Ziel halt nicht erreicht haben. Ich glaube, man darf dabei vor allem eins nicht vergessen, dass Darmstadt zu Beginn der Saison das große Handicap hatte mit vielen Ausfällen aufgrund der Corona-Erkrankung. Antreten zu müssen oder zu dürfen, wie auch immer, und dann eben auch einem Rückstand schon hinterherlaufen zu müssen in der Saison, und das mag ich gar nicht irgendwie beurteilen, steht mir auch gar nicht zu, aber beim HSV wurde das Spiel halt damals abgesagt und dementsprechend ist es dann schwierig. Ich will das nicht darauf schieben, aber ich glaube, wenn man die heutige Leistung dann auch gesehen hat, hat es Darmstadt auf jeden Fall verdient gehabt. Ganz kurz zum Spiel nur, weil ich einfach glaube, ich brauche nicht allzu viel erzählen, denn bis wir auf dem Platz waren, stand es 2-0, das war halt doof. Und dann ist es ganz, ganz schwer mit der ganzen Wucht und der Euphorie und natürlich auch dann mit dem Rückstand des HSV in Rostock sind wir eigentlich nie so richtig gefährlich geworden. Natürlich hatten wir so 2-3 Halbaktionen, aber hat Schuhn sicherlich einmal gut gehalten, dann, wo wir hätten Anschlusstreffer machen können. Aber insgesamt hat uns der Gegner ein wenig überrascht mit ihrer Ausrichtung, gepaart mit dieser Wucht und dem frühen Führungstreffer. Wie gesagt, war es einfach ein absolut verdienter Sieg. In der zweiten Halbzeit ging es dann für uns so ein wenig um Schadensbegrenzung. Vielleicht, wenn zu Beginn der zweiten Halbzeit irgendwie ein Anschlusstreffer fällt, was möglich gewesen wäre, dann hätten wir hier vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen was mitnehmen können. Ansonsten nur eine fantastische Stimmung. Aber auch von unseren Fans muss man eben auch sagen, das ist gar nicht so einfach gegen so ein Stadion sich dazu behaupten. Die haben Vollgas gegeben. Und am Ende irgendwo glückliche und enttäuschte Gesichter beim SV Darmstadt 98, wie auch immer. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ich freue mich drauf. Und vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Herr Kwasniok. Thorsten, deine Sicht auf das, leider letzte Saisonspiel der Saison. Ja, und das letztendlich erstmal ganz nüchtern zu bewerten. Für uns war es wichtig, nach dem Düsseldorf-Spiel eine Mannschaft, die angenockt waren, sich nochmal zu präsentieren, mit dem Wissen, dass die auswärtsstärkste Mannschaft zu uns kommt, die fußballerisch mit zu den Besten gehört in dieser Liga, wussten wir, dass wir heute nochmal taktisch, aber auch im physischen Bereich bei dem Wetter eben nochmal wirklich oberes Regal haben fahren müssen. Und ich glaube, das ist uns durchaus gelungen. Lukas hat es angesprochen, wir haben uns ein bisschen anders aufgestellt gehabt, haben ein bisschen mehr aus einer Dreierkette herausgespielt, mit und gegen den Ball, weil wir früh ins Pressing kommen wollten und man hat dann eben gesehen, dass wir sehr stark ins Pressing gekommen sind, dass wir viele hohe Balleroberungen hatten und dann eben halt auch die schon oft gezeigte Wucht hier entwickelt haben, die uns so gefährlich gemacht hat in dieser Saison. Und und so gehen wir halt in Führung, konnten das ausbauen in der zweiten Halbzeit. War es dann direkt nach dem Anpfiff, gab es die große Chance vom SC Paderborn, wo du da vielleicht jetzt erstmal im Spiel hättest nochmal ins Wanken kommen können. Deswegen war es erstmal wichtig für uns heute nochmal, uns so zu präsentieren, wie wir uns die ganze Saison präsentiert haben. Taktisch auf einem ordentlichen Niveau, spieltechnisch auf einem ordentlichen Niveau, leidenschaftlich sich zu präsentieren und den Gegner, und das glaube ich hat man gemerkt, SC Paderborn war hier eben halt auch von Anfang an drauf bedacht, eben auch da nicht zu schenken, aber ich glaube, Lukas ist mit Sicherheit da auch schon mal angesprochen worden, das gibt es eben nicht in dieser zweiten Liga, es wird nicht sehr geschenkt, es geht um sehr, sehr viel und dementsprechend hat die Mannschaft heute nochmal, denke ich, ein Gesicht gezeigt, was wir sehr, sehr oft gesehen haben in dieser Saison. Tolle Tore geschossen, toll verteidigt und vor allen Dingen variabel sich präsentiert. Und deswegen bin ich da erstmal froh, dass wir dieses letzte Spiel gewonnen haben. Mit der Hoffnung eben, die auch da war, die berechtigte Hoffnung, denke ich, eben vielleicht hier heute
nochmal zwei Spiele zu bekommen oder eben vielleicht halt direkt aufzusteigen. Aber mit unseren Leistungen in dieser Saison haben wir eben alle, die jetzt da vor uns sind und aufgestiegen sind. Deswegen auch da den Glückwunsch in Richtung Schalke und Richtung Bremen zum Aufstieg. Ich glaube, das gehört sich eben halt auch, dass man das ausspricht. Mit unseren Leistungen haben wir die eben halt auch vor uns hergetrieben und vor allen Dingen dazu getrieben, dass sie immer am Level spielen mussten und weil wir eben sehr hartnäckig uns präsentiert haben und immer auch unseren Worten nachgekommen sind, und zwar von Anfang an, angefangen mit der Pressekonferenz hier meinerseits, bis eben in den letzten Wochen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nicht abschütteln lassen. Es hat nicht ganz gereicht, es hat in Anführungszeichen nur dazu gereicht, dass wir 60 Punkte geholt haben und leider nicht in die Fußstapfen treten konnten, dieser fantastischen Mannschaft, die damals hier der Dirk mit Sascha Franz eben präsentiert hat, die aufgestiegen sind. Ich glaube, wir wären würdige Nachfolger gewesen und die Truppe eben halt auch, wenn wir das geschafft hätten. Aber so wie damals auch, dass du immer weißt, du musst kämpfen, du musst immer dranbleiben, werden wir das in der neuen Saison eben halt auch wieder anbieten erstmal. Und wenn wir die Enttäuschung ein bisschen verdaut haben, dann freue ich mich jetzt schon wirklich erstmal auf die Vorbereitungen, auf das, was kommt. Und und dann freue ich mich auch wie Lukas, dass wir wieder gegeneinander spielen und uns wieder messen werden. Und dementsprechend, Lukas, euch eine gute Zeit jetzt, eine gute Erholung und bis demnächst dann. Ja, auch dir danke. Wir arbeiten zunächst die Paderborner Fragen durch. Die Fragen stellt stellvertretend Pressesprecher Matthias Hack. Das Mikrofon kommt. Ja, und vielen Dank. Mache ich gerne. Wir starten mit Matthias Reichstein vom Westfälischen Volksblatt. Das Abwehrverhalten war in Durchgang 1 sehr überschaubar. Was war da los? War die Wucht zu groß? Ja, wir hatten erstmal unnötige Ballverluste vor den beiden Treffern. Und da muss man einfach auch anerkennen, dass die beiden Jungs beim Gegner ganz vorne unseren Innenverteidigern heute überlegen gewesen sind. Das passiert. Und deswegen gilt es, das zu akzeptieren und neidlos anzuerkennen, dass der Gegner einfach heute besser war, vor allem in der Box. Was sagen Sie zur roten Karte? Manchmal ist es besser, wenn man nichts sagt. Heidenheim ist noch vorbeigezogen, das kostet viel Geld. Was sagen Sie dazu? In allererster Linie haben wir Geld eingenommen durch den Verkauf von Sven Michel. Wir haben uns außerordentlich gut präsentiert. Wir sind, glaube ich, die einzige Mannschaft, die im Winter den vermeintlichen Topspieler abgegeben hat für viel Geld, was völlig richtig ist. Und ich glaube, wir haben in erster Linie ganz, ganz viel uns erarbeitet und verdient und müssen akzeptieren, dass am Ende Heidenheim halt ein Punkt vor uns ist. Ja, vielen Dank, Lukas. Wir gehen rüber zur Neuen Westfälischen. Frank Beinecke, warum fehlte Ron Schallenberg? Wann stand sein Ausfall fest? Und ist er noch mit nach Darmstadt gefahren? Nein, er ist nicht mitgefahren. Es war in der Nacht von Freitag auf Samstag, dass er mit einer Erkältung uns dann gesagt hat, das wird wohl eng werden, konnte das Abschlusstraining nicht mitmachen und dann hat es eben auch keinen Sinn gemacht, mitzunehmen. Und man hat heute gesehen, gerade beim Verteidigen langer Bälle und Aufsammeln zweiter Bälle, hat er uns extrem gefehlt und deswegen ist er eben unser Kapitän und Leader. Und wir sind happy, dass er nächstes Jahr dann auch wieder vor der Abwehr als Staubsauger fungieren kann. Warum hatten Sie sich heute gegen die bewährte Dreierkette mit Maxi Thalhammer entschieden? Genau aus diesem Grund. Wir konnten einfach das so nicht auffangen. Uns hat ein Spieler gefehlt. Natürlich kann man rein theoretisch dann eben mit Marcel Correa dann beginnen. Nur ist es halt so, dass auch Verletzungen und andere Dinge ja berücksichtigt werden müssen, die im Verlauf eines Spiels dann eben auch passieren können. Und deswegen ging das einfach personell schon auch gar nicht anders. Und wir haben das versucht dann im Aufbau mit drei zu gestalten. Aber gegen den Ball war das sicherlich im direkten Duell 2 gegen 2 ein Nachteil. Ja, dann kommen wir zum Abschluss aus Paderborner Sicht. War es dann heute auch einfach mal menschlich und normal, dass Ihr Team die Darmstädter Wucht zu wenig entgegenzusetzen hatte?
Ja, ich habe ja ganz häufig bei Auswärtsspielen gesagt, dass wir einfach ganz, ganz, ganz oft mit der ersten Aktion 1-0 in Führung gegangen sind. Das war nach 6 Minuten, nach 8 Minuten. Und das war nun mal halt ein Vorteil, dass Darmstadt wirklich mit der ersten Aktion gleich in Führung gegangen ist. Und ja, wie gesagt, bis du dich dann geschüttelt hast, stand es halt dann auch schon 2-0. Muss man akzeptieren, wir sind der verdiente Verlierer heute. Und deswegen war es trotzdem eine sehr, sehr gute Saison von uns. Vielen Dank. Okay, dann wechseln wir zu den Darmstädter Fragen. Ein Handzeichen reicht. Nico Herold vom Hessischen Rundfunk. Machen wir den Start, Herr Lieberknecht. Ich glaube, das ist heute kein leichter Tag. Wie viel Stolz schwingt trotzdem mit über diese Mannschaft und über all das, was heute passiert ist? Ja, ich glaube, wenn andere Trainer jetzt hier an meiner Stelle sitzen würden, würden die wahrscheinlich Ähnliches sagen, dass du stolz sein darfst, dass die Jungs vor allen Dingen stolz sein dürfen, weil sie dem nachgekommen sind, nochmal, was wir eben gesagt haben. Wir wollen eine Mannschaft sein, die leidenschaftlich Offensivfußball zeigt, die eine Mannschaft sein will, die hier bei den Fans und in der Stadt angenommen wird, die eine Mannschaft sein möchte, die eben für diese Stadt auch unterwegs ist, um sich zu repräsentieren. Deswegen mit dem Wissen eben, was wir geleistet haben, was die Jungs geleistet haben mit dem Wissen eben halt auch, welche Hürden wir manchmal überspringen mussten, um da dran zu bleiben, ist Stolz ein ordentlicher Ausdruck. Und deswegen kann ich nur sagen, bleibe ich dabei. Ja? Zieh ich den Hut vor allen, die hier mitgearbeitet haben in dieser Saison, dass wir zu diesen 60 Punkten gekommen sind. Und es ist eine Basis, die wir gelegt haben, nochmal, die jetzt hätte vielleicht so ausgehen können, wie wir es uns vielleicht erträumt hätten, aber ich meine, dass ich so hellseherische Fähigkeiten habe, das ist natürlich Wahnsinn. HSV steigt vielleicht auf, das war klar, und ich wollte nicht diesen vierten Tabellenplatz. Jetzt sitzen wir eben da drauf. Carsten Wehlmann, der auch natürlich tatkräftig mitgeholfen hat für diese Saison, hat ja noch gesagt, wenn wir den bekommen, würden wir den sofort unterschreiben. So, jetzt ist es eingetroffen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Ziele erreicht haben, die wir uns vorgenommen haben. Wichtig ist, glaube ich, auch bei allem, dass wir trotzdem lachen heute auch, ja, weil wir haben eine Honoration bekommen unserer Zuschauer, unserer Fans, weil das, und das ist ja immer mit, finde ich, mit eins der wichtigsten Merkmale, wenn du merkst, die Jungs werden angenommen, das, was du anbietest, diese Identifikation, die merkt man, und wir haben das honoriert bekommen, und deswegen glaube ich, wenn wir auch ein bisschen enttäuscht sind, dürfen wir trotzdem lachen und dürfen uns freuen über das Geleistete, aber es ist für uns eben halt dann auch jetzt die Basis, erstmal, die wir geschaffen haben. Wir haben viele Jungs schon unter Vertrag, die hier in der Mannschaft sind. Wir versuchen eben diese Kontinuität hier drin zu behalten und dann vielleicht auch nächstes Jahr wieder zu überraschen, wieder unsere Nische zu finden. Und du weißt ganz genau, die Top-Favoriten heißen eben Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, die wahnsinnig viel Budget aufarbeiten oder aufbringen, um nächstes Jahr eben halt aufzusteigen. Und wir versuchen da wieder ambitioniert in unsere Nische zu finden. Das habe ich mehr gesagt, als ich eigentlich wollte. Gell? Ja. Nee, aber stolz sind wir. Noch eine Nachfrage? Noch einmal. Marcel Schuhn hat gerade gesagt, dass als die Stadiondurchsage kam, dass das Spiel in Rostock vorbei sei, sein Fußballherz gebrochen ist. Ging es Ihnen denn ein klein wenig ähnlich? Ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Nüchternheit, weil es gab eben halt auch, ich habe auch schon das eine oder andere erlebt, ja, mit 66 Punkten bei Eintracht Braunschweig in die Relegation zu müssen, nicht direkt aufzusteigen und Meister zu werden, das hat man auch schon erlebt. Jetzt haben wir hier 60 Punkte geholt und dann bist du erstmal halt auch, ja klar, mal kurz enttäuscht, aber das Wichtigste auch das, und das habe ich auch nach Düsseldorf gesagt, wo die Jungs auch geweint haben, sie leben halt für was, sie leben für das, was sich jeder wünscht in Fußball Deutschland, dass die Jungs mit Leidenschaft, mit tiefstem Herzen und mit einer Seele eben Fußball spielen, und deswegen gehören da diese Tränen auch dazu, und dann darf auch mal das Herz gebrochen sein, und das gehört einfach dazu, und das zeigt mir, dass die Jungs leben, und zwar für ihre Passion, und die ist eben Fußball. Stefan Köhnlein in der ersten Reihe vom Kicker und vom Nebenblock.
Ja, Thorsten, zwei Fragen habe ich. Die erste, kannst du noch mal was zu der Aufstellung heute sagen? Du hast jetzt mit Dreierkette auflaufen lassen, mit Fabi Holland, der jetzt auch nicht unbedingt so der Spieler ist, den man dort da drin erwartet in der Dreierkette, als eher kleiner Spieler, der dort meist auf dem Flügel spielt. Was waren die Gedanken dahinter, sich so zu entscheiden? Ja gut, wir haben den SC Paderborn jetzt eben in den letzten Spielen halt auch gesehen, haben überlegt, okay, was könnte auf uns zukommen. Paderborn sind sehr variabel, haben in den letzten Spielen zwar immer mit einer Dreierkette auch gespielt, aber davor auch mit einer Viererkette. Deswegen haben wir gesagt, wir wählen erstmal eine Grundordnung, wo wir auf beides reagieren können. Und das andere ist, und das, da gehen meine Ideen schon hin, eben, dass wir vielleicht für das nächste Jahr, für die nächste Saison eben halt auch schon Spieler so weit entwickeln, vielleicht mal in eine andere Position zu bringen, die sie spielen können. Und dadurch, dass wir eben ja auch unsere Trainingseinheiten haben, haben wir gesehen und auch ein Gefühl dafür gehabt, dass eben in Fabi Holland dort das Spiel eröffnen kann, dass ein Eko Karic dann eben auch auf dieser Position jemand ist, der ein sehr gutes Anlaufverhalten hat. Das war jetzt erstmal die Idee. Aber der Hauptgrund ist immer erstmal, man bereitet sich auf einen Gegner vor, der eine Stärke hat. Und die ist eben, wenn du so einen Philipp Klemer in deinen Reihen hast, ist natürlich ein Hochgenuss, dem Jungen zuzugucken. Wie kriegst du das erstmal in Schach? Und wir wollten es halt so, dass wir sagen, okay, wir wollen hoch pressen, wir wollten früh anlaufen, auch bei der Hitze. Ich habe den Jungs, gerade mit Tim Skarg habe ich gesagt, auch zum Braid Menu, es war schwierig heute eine Entscheidung für den oder den zu treffen. Lauf einfach so viel du kannst und in der Halbzeit können wir dann auch auswechseln. Und das waren so die Grundideen da dahinter. Du hast es eben auch schon ein bisschen angedeutet, der Blick nach vorne für die neue Saison. Hast du Ideen schon im Kopf? Wie weit geht der Blick schon nach vorne? Was möchtest du mitnehmen aus dieser Saison für die nächste Saison? Und was möchtest du loswerden aus dieser Saison? so weit ausblicken möchte ich jetzt gar nicht. Ich habe ein bisschen jetzt eingeweiht, dass wir vielleicht eben wissen, okay, was haben wir? Wir haben was Fantastisches, wie ich finde, schon geleistet. Wir haben viele Spieler hier, dazu bringen können, hier zu bleiben, weiterhin in dieser Truppe zu bleiben, Kontinuität eben diese Truppe reinzubringen, keine hohe Fluktuation. Wir haben eben eine Situation geschaffen, dass wir sagen, okay, wir haben eine Basis, mit der wir arbeiten können, das wollen wir. Und meine Ideen, ohne da jetzt tiefer reinzugehen, ist eben, welche Position gibt es für den einen oder anderen Spieler, der vielleicht dieses Jahr weniger gespielt hat, der es trotzdem verdient gehabt hätte zu spielen. Das sind so die ersten Grundideen. Ansonsten ist es dann erstmal, wir warten, bis der Kader dasteht. Wir warten und schauen mal, was die anderen Mannschaften so präsentieren. Und dann kriegst du erstmal nach 10 Spieltagen wieder ein Gefühl für so ist eigentlich jedes Jahr, wie sich die zweite Liga dann präsentieren wird. Aber sie wird mit Sicherheit genauso stark werden wie letztes Jahr oder wie diese Saison. Nur eine kleine Nachfrage noch. Wie geht es denn weiter jetzt die nächsten Tage, Woche, Urlaub, Trainingsbeginn? Gibt es da schon irgendwelche Pläne? Wir haben jetzt Plan C, holen wir raus. Plan A war, dass Plan B läuft. Nee, Plan B war, dass Plan A läuft. Nee, wir haben schon verschiedene Sachen im Petto, dass wir wussten, okay, wenn es jetzt rum ist, dann werden wir den Plan laufen lassen. Aber jetzt auswendig im Kopf habe ich ihn gar nicht. Ich war eigentlich nur beim Spiel heute. Wahnsinn, wie schnell schon die Saison wieder abgehakt ist hier anscheinend. Gibt es denn noch, wie schnell die Saison schon wieder abgehakt ist hier? Gibt es denn noch Fragen zu dieser Saison, zum heutigen Spiel? Nein? Dann vielen Dank an alle Fans, die heute für die Atmosphäre gesorgt haben und eine erholsame Sommerpause.